BWR1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Die Freiburger Polizei darf einen Sexualstraftäter, der aus der Sicherheitsverwahrung entlassen worden ist, nicht mehr überwachen. Das hat der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg entschieden. Für eine Observation müsse ein aktuelles Gutachten die Gefährlichkeit des Mannes nachweisen. Die örtliche Polizei hatte den Mann rund um die Uhr überwacht. In dieser Zeit war er aggressiv gegenüber Polizisten aufgetreten und hatte zudem ein 10 Jahre altes Kind angesprochen. Das ist laut VGH aber kein Indiz für die Gefährlichkeit. Experten sehen in der Entscheidung ein Urteil mit Sprengkraft. Der grüne Verkehrsminister Winfried Hamann will den Sicherheitserlass um Kreisverkehre mit Kunstobjekten mit Augenmaß angewendet sehen. Bei der Wahl der Mittel zur Verbesserung der Verkehrssicherheit soll der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gelten. Ein mit Kunst geschmückter Kreisel in Biesingen im Zollernalbkreis. Was die einen freut, macht den anderen Sorgen. Autofahrer, so stellte kürzlich ein Gerichtsurteil fest, könnten durch Kreiselkunstwerke abgelenkt werden, in ihrer Sicht auf den Verkehr rund um die Kreisel behindert sein und so Unfälle verursachen. Ein sogenannter Kreisel-TÜV durch Regierungspräsidien und örtliche Verwaltungsbehörden sieht bei rund 100 von mittlerweile 515 inner- und außerörtlichen Rundverkehren deshalb Handlungsbedarf. Die Sichthindernisse sollen dort abgeräumt werden. Die Empörung über die Sicherheitsvorlage in den Orten hat mittlerweile auch das Stuttgarter Verkehrsministerium erreicht und auch dort zu Diskussionen geführt. Der zuständige Minister sah sich jetzt zu einem Statement veranlasst. Wir halten fest, für uns als Landesregierung ist es wichtig, dass der Straßenraum sicher gestaltet ist. Das Konzept Vision Zero, möglichst wenig Verkehrstote, ist ein Koalitionsziel. Und daran arbeiten wir auf verschiedenen Wegen. Dazu gehört eben halt auch die sichere Gestaltung von Kreisverkehren. Grundsätzlich heiße das aber nicht, dass von den bisher durch einen Kreisel-TÜV geprüften 515 Kreisverkehre Gestaltungselemente auch abgeräumt werden müssten. Immerhin 317 seien bisher mit geringem oder als risikolos eingestuft worden. Und die Alternative lautet nicht Sicherheit oder Kunst. Das ist keine Alternative, sondern man kann sowohl für Kunst sein und für Sicherheit. Und nebenbei will ich noch sagen, es muss nicht nur im Kreisverkehr Kunst aufgestellt werden. Es gibt zahlreiche andere Plätze, wo man auch Kunst gut platzieren kann. Nach der bisherigen Erfahrung durch den Kreisel-TÜV bestehe weniger innerorts Handlungsbedarf. Gefährlich seien vor allem außerörtliche Kreisverkehre an Landes- oder Bundesstraßen. In der Altstadt von Villingen-Schwenningen sind bei einem Brand heute Nacht zwei Menschen schwer verletzt worden. 5 weitere erlitten Rauchgasvergiftungen. 2 Frauen waren aus dem 3. Stock gesprungen. Das Feuer war kurz vor 2 Uhr nachts bemerkt worden. Die Ursache ist bisher noch unklar. Die Schülerzahlen im Land gehen wegen fallender Geburtenzahlen immer stärker zurück. In den 70ern gab es im Südwesten noch rund 1,53 Millionen Schüler. Im Schuljahr 2011-2012 hingegen nur noch 1,9 Millionen, so das Statistische Landesamt. Besonders auffällig die Entwicklung an den Grundschulen. Hier halbierte sich die Zahl nahezu von rund 600.000 auf jetzt 377.000. Die Gymnasien legten hingegen zu von 217.000 in den 70ern auf jetzt rund 344.000 Schüler. Der Metzinger Modekonzern Hugo Boss hat für 2012 ein Rekordergebnis erreicht. Der Umsatz stieg um rund 10% auf 2,3 Milliarden Euro. Der Gewinn stieg um 8% auf 307 Millionen. Laut Boss-Sprecher Klaus-Dietrich Lars sei ein positiver Umsatztreiber vor allem der Ausbau eigener Boss-Läden. Ungebrochen sei die starke Nachfrage nach Accessoires und Anzügen. Zudem liefere man jetzt 4 statt wie bisher 2 Kollektionen aus. Boss will auch im Jahr 2013 trotz des derzeit starken Kampfes um die Bekleidungsmärkte weiter stärker als die Konkurrenz wachsen. Der Stuttgarter Generalstaatsanwalt Klaus Pflieger geht im Fall der rechtsterroristischen NSU-Morde davon aus, dass die Terrorzelle den Staat lächerlich machen wollte. Die Anschläge seien immer näher an Polizeidienststellen herangerückt, so Pflieger in Stuttgart. Der Mord an der Polizistin Kiesewetter 2007 habe der Polizei zeigen sollen, dass auch sie nicht unantastbar sei. Zu den Ermittlungspannen meinte Pflieger, eine solche rechte Mordserie sei mit der bisherigen Vorstellungskraft nicht in Einklang zu bringen gewesen. Soweit die BWR1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Musik.
Wolken am Himmel über ganz Baden-Württemberg und in der unteren Landeshälfte kommt aus ihnen weiterhin kräftig Schnee. Die Sonne lässt sich überhaupt nicht blicken und die Temperaturen liegen überwiegend im Minusbereich. Am Sonntag ist erst einmal Schluss mit den Schneefällen und in weiten Teilen des Landes kommt wieder die Sonne zum Vorschein. Trotzdem, die Temperaturen sinken weiter. Im ehemaligen Schultheißenhaus in Mössingen-Öschingen findet sich seit 2001 das Holzschnittmuseum Klaus Herzer. Neben einem Überblick über Herzers Werke findet sich hier auch das entsprechende Zubehör. Und das wird bei besonderen Anlässen auch immer mal wieder in Betrieb genommen. Geöffnet ist immer sonntags von 14 bis 17 Uhr. Mehr zu Sonderveranstaltungen gibt's im Internet. Das Heimat- und Schindelstüble in Dornhan-Busenweiler ist originalgetreu eingerichtet und zeigt seinen Besuchern so den Lebensalltag der Schindelmacher und Schindeldecker. Die historischen Bilder und Gegenstände sind nur nach vorheriger telefonischer Vereinbarung zu sehen. Modellbahnen, Urkunden, Schilder und Uniformen geben einen Einblick in die Geschichte der Herzfeldbahn. Im gleichnamigen Museum in Neresheim gibt es aber auch den originalgetreu nachempfundenen Arbeitsplatz eines Bahnagenten zu sehen. Geöffnet ist an Fahrtagen der Bahn von 11 bis 12 und von 13 bis 17 Uhr. Servus, ich bin der Peter. Ich habe hier in der Gegend schon über 100 Gipfel bestiegen und damit ich nochmal 50 machen kann, nehme ich Knobi Vital. Knobi Vital ist gut für die Verdauung. Ich trinke gern Knobi Vital, damit ich fit und gesund bleibe. Ich nehme Knobi Vital, weil es mir richtig Energie gibt. Ich bin der Klaus und ich nehme es, weil es einfach schmeckt. Mit Knobi Vital bleiben Sie fit bis ins hohe Alter. Knobi Vital, das Original. Rosaxan gibt uns die Kraft der Natur für aktive Bewegung und Lebensfreude. Rosaxan erhalten Sie in allen Apotheken und Reformhäusern. Weitere Informationen unter www.rosaxan.de oder rufen Sie uns an unter 07541 95 30 627. Rosaxan, damit Bewegung wieder Freude macht. Blatt für Blatt, Tag für Tag, Jahr für Jahr. Diese Menschen sagen Danke. Danke, weil fairer Handel ihnen ein Leben in Würde ermöglicht hat. Familien haben zu essen. Kinder können in die Schule gehen. Sie alle haben eine Zukunft. Wir unterstützen den fairen Handel. Machen Sie mit. Spenden Sie online. www.brotfuerdiewelt.de. Wir lebten auf dem Land und hatten ein schönes Leben. Als ich 8 Jahre alt war, kamen bewaffnete Männer und haben meine Mutter getötet. Dann haben sie mich und meinen Bruder mitgenommen. Zuerst musste ich für sie waschen und kochen. Mein Bruder sollte Menschen töten. Er hat es nicht getan. Die anderen Jungen und die Männer haben ihn umgebracht. Dann habe ich alles getan, was sie von mir verlangten. Daran möchte ich nicht mehr denken. Als ich 14 Jahre alt war, konnte ich flüchten. Jetzt möchte ich wieder ein normales Leben führen.